recherchieren, denunzieren und mit Dreck beschmieren. Mit der Fake-News-Propaganda-Papst. Wofür er Kohle nimmt, Hauptsache die Kohle stimmt. Der Fake-News-Propaganda-Papst. Er ist Rechercheleiter und der Wegbereiter. Der Fake-News-Propaganda-Papst. Für den Great Reset geht er mit ihnen ins Bett. Der Fake-News-Propaganda-Papst. Sein Globalisten-Spektrum reicht bis hinauf in ihr Rektum. Vom Fake-News-Propaganda-Papst. Und als Liebesbeweis verbreitet er ihren Schein. Der Fake-News-Propaganda-Papst. Im Mainstream-Gewimmel lutscht er am Globalisten-Himmel. Hau, du hast einen Himmel wie ein Honig. Auf dem gewissenlos Klo als Globalisten-Gigolo. Lars, der Framing-Terrorist. Ja, das ist Lars, Lars. Er ist ein Egoist. Lars, Lars, die Online-Framing-Terrorist. Für Propaganda kriegt der Kohle auf dem Hinterhof-Klo. Denn das ist Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. La la la, Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Propaganda-News vom Hinterhof-Klo. Guten Abend. Zu Wasser und in der Luft sind heute Nacht amerikanische, deutsche und andere europäische Verbündete unterwegs nach Estland, um die russischen Verbände zurückzuschlagen, die sich dort ähnlich wie vor einigen Jahren auf der Krim festgesetzt haben. Keine Sorge, das ist nicht so. Das ist nur eine Vision, aber eine realistische. In Gesprächen ist er freundlich und er gibt sich ziemlich nett. Der Fake News Propaganda Papst. Doch als sie online schreibt, der Strich ja für den Great Reset. Der Fake News Propaganda Papst. Und alle, die ihm dabei in die Quere kommen. Der Fake News Propaganda Papst. Die werden von ihm ganz brutal aufs Korn genommen. Von Lars, der Framing Terrorist. Ja, das ist Lars, Lars. Er ist ein Egoist. Lars, Lars, die Online-Framing-Terrorist. Für Propaganda kriegt der Kohle auf dem Hinterhof-Klo. Denn das ist Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. La la la, Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Propaganda-News vom Hinterhof-Klo. Irgendwann der Tag wird kommen, dann wirst du ganz gewaltig in Erklärungsnot kommen. Wer täglich nur Müll schreibt und Krieg propagiert, wird früher oder später einfach aussortiert. Keinen Arsch in der Hose, nicht alle Tassen im Schrank. Den ganzen Tag nur Steine drehen, das ist geisteskrank. Auf dem Globalisten-Klo sein Gewissen rausgeschissen. Lars, wenn du mal weg bist, wir werden dich nicht vermissen. Ja, das ist Lars, Lars, er ist ein Egoist. Lars, Lars, die Online-Training-Terrorist. Für Propaganda kriegt der Kohle auf dem Hinterhof-Klo. Denn das ist Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. La la la, Lars, Lars, der Globalisten-Gigolo. Propaganda-News vom Hinterhof-Klo. Ja, das ist Lars.